Präzisionsgewehr, alles klar. So, hier geht's weiter. Raketen, Granaten sind es, okay. Ah, der hier schon wieder. Machen wir sofort. Jetzt hat er mich tatsächlich noch getroffen. Ah, hier. Oh. Da nehmen wir mal wieder den Granatwerfer und zerstreuen den ein bisschen, wenn es geht. Ich wusste jetzt nicht. Hä? Ich dachte jetzt, ich hätte die Granaten reingeworfen hier. Okay. Ich hole mir hier hinten noch ein bisschen Gesundheit, weil ich gleich wieder das Zeitliche segne, so wie das aussieht. Ich gehe mal in die Arena zurück, da liegt doch noch Zeug von mir rum. Genau, da liegt doch noch irgendwas in der Mitte. So, 50 Gesundheit. Ein paar Raketen können wir ja auch noch reinschießen. 45 haben wir. Das ist okay. Ich glaube, ich benutze erstmal das hier. Stehen sie da vorne noch irgendwo rum? Ich sehe sie gerade nicht von hier. Nee. Aber es gibt noch irgendwo irgendwelche Gegner. Die Kampfmusik hat noch nicht aufgehört. Granate. Hier passiert nichts. Was ist denn das hier? Ah, das ist wieder so ein Propaganda-Fluggerät. Wo schießt er denn? Irgendwo hat er hier noch geschossen. Ah, hier. Machen wir hier Präzisionsarbeit mal. Hier ist wieder eine freie Fläche. Ah, da ist das Kolosseum. Da müssen wir noch rein, denke ich. Ich benutze jetzt mal hier das Präzisionsgewehr. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier demnächst wieder wie auf dem Präsentierteller hier rumstehen. Okay, da müssen wir hin. Aber ich gehe wie immer erstmal den anderen Weg. Ja. So, wo sind die Gegner, die jetzt kommen? Hier.
Gut, dann holen wir uns den Rest von der Munition. War ja klar, dass da was kommt. Hallo. Ah, ich sag mal, leider muss ich jetzt sagen, dass es die Raketen sind. Die habe ich voll. Ich beschwere mich nicht. Ich finde es gut, dass die voll sind. Die kann man immer brauchen. Wie wir ja schon herausgefunden haben. So, was gibt es denn hier noch Schönes? Auch wieder ein freies Feld. Hier kommt noch ein Kampf, wenn ich da hinten hingehe. Bestimmt. Wir müssen zwar davor, ich weiß. Immer noch. Schauen wir uns aber trotzdem mal da hinten ein bisschen um am Kolosseum, was es hier noch gibt. Gibt es hier hinten hinterm Gitter was? Nein. Ich könnte mir denken, hier liegt wieder irgendwas komplett Banales rum, was hier wieder einen Kampf auslöst. Rüstung zum Beispiel. Ja, warum nicht? Hallo! Natürlich hat es mir jetzt die komplette Rüstung weggesammelt. Und mich selbst auch noch. Okay. Ah, the Colosseum. Mm-hmm. Where thousands of souls suffered under the scorching Roman sun. Well, at least we don't have tourism anymore. Tja, in so einer Phase kann man hier überall sich schön umschauen, ohne dass hier Gegner, ja, Menschenmassen sind. Hier kann man mal Bilder machen, ohne dass irgendwelche Leute auf dem Bild sind. So, ich nehme mal erstmal, da wir ja jetzt wissen, dass hier so ein Dicker spawnt, würde ich sagen, ich nehme mal den Raketenwerfer, weil wir haben ja hinten im Eck noch ein bisschen Munition für den. So. Was das? Ich nehme noch das Sturmgewehr. Vielleicht kommt noch irgendwas, das mir den Weg versperren will. Zum Beispiel hier. Aber mit dem Mausrad hier ein bisschen durch die Waffen scrollen ist ein bisschen, naja, unkomfortabel. Ich glaube, das Waffenrad ist da ein bisschen besser, wenn ich Q drücke. Aber ich bin es halt gewohnt, mit der Maus durchzuscrollen. Mausrad. Ich glaube, das könnte man hier auch mit Controller spielen. Aber ich glaube, da bin ich nicht so zielsicher wie mit Maus und Tastatur. Ich glaube, jeder, der schon mal Shooter gespielt hat, weiß, was ich meine. Und gerade bei Serious Sam ist es so. So, dann gehen wir hier nochmal in die Ecke. Schauen uns an, was es hier noch Schönes gibt. Das wird mit einem Kampf wahrscheinlich auch nicht getan sein. Oder? Vielleicht doch. Drei Rüstungsteile. Alles klar, ich würde sagen, hier liegt noch ein bisschen Gesundheit rum. Die sammeln. Ist das hier keine Gesundheit? Nee, doch nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, ab ins Kolosseum. Hier ist noch Gesundheit. Das ist okay. Bin mal gespannt, was uns im Kolosseum selbst erwartet. Ob uns irgendwas überhaupt erwartet? Ich weiß es nicht. Ich vermute es halt einfach mal. Würde sich ja anbieten. Habe ich alles. Ja, dann mal auf ins Kolosseum. Well, well, well. The mighty hero has reached the grand arena to fight before the ruler of the land. Most appropriate, don't you think? A dramatic setting for the hero's final confrontation with reality. Is that what you call my fist meeting your face? You see, that attitude is what makes conquering your planet so amusing. Your unwavering belief
in the triumph of the underdog. I want to see that confidence break. You done talking, jackass? No, I'm only just getting started. Oha, was bedeutet das jetzt? Wo ist er denn? Der hat doch gerade zu uns gesprochen. Wo bist du denn? Aha. Ah, das fängt natürlich gut an. Ah, nee. Ich glaube, da könnte ich nochmal anfangen. Nee, das war nix. Ich glaube, wir fangen den ganz krass an, oder? Ah! Okay, stopp. Nicht aufgeben! Diese Hexe muss ich zuerst kaputt machen. Die muss ich zuerst erledigen, weil die ziemlich schnell ist. So, wo bist du da oben? Oh, habe ich da ein Panzersymbol gesehen? Panzersymbol? Die einzige gewesen, das war ich nicht. Arena Kampf. Schön. Aber ich habe hier erstmal ein Problem mit dem ganzen Gegnermassen fertig zu werden. Hin und her gerissen beim Kampf. Gesundheit und Panzerung, das brauche ich auf jeden Fall. So, da kommt man her. How many people have fought and died on this spot? Was kommt noch? Human empires have come and gone. Conquest is inevitable. Ach nö. Leute. Ah, das ist dann natürlich blöd, den direkt in die Wände zu rennen. So, jetzt werde ich hier einmal im Krankenhaus kommen, sagen. Das war aber schon fast klar. Okay, dann nochmal. Wo hat er denn gespeichert? Alles klar. Ich hab doch noch Hoffnung, dass es was wird. Ja, dann kommt mal hierher. Hier bitte. Hä? Ich dachte, die rennen alle in eine Richtung. Naja, falsch gedacht. Ich glaube, wir doch.
Autoschrotflinte. Ich glaube, die sollte ich auch mal nehmen. So, was kommt jetzt noch? Ja! Nein, Raketen bitte. Ah. Autoschrot, Autoschrot. Jetzt rennt er noch die Wind auf uns zu. Mist. Boah, die haut gut rein. Aber das hier ist ein bisschen schlecht. Mist. Schon wieder. Okay. Dann nochmal die... Ah, ich glaube, ich sollte die Großen erstmal wegräumen, die jetzt gleich kommen. So, genau. Hier einmal den. Dann nochmal den. Ah, die fressen so einen Haufen an Raketen. Das ist natürlich scheiße. Auf ein neues. Ja, wir werden es doch irgendwann noch schaffen. Erstmal der Große. Na? Großer, wo bist du? Das ist jetzt wieder so eine Stelle. So, was benutzen wir als erstes hier? Den Raketenwerfer zuerst. Vielleicht macht es wirklich Sinn, den Großen hier erstmal wegzuholen. Okay. Was war's mit dem? Dann kommt der nächste. Was macht er denn?
jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur noch den hier irgendwie platt kriegen. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Haben wir's? You're beginning to bore me. Let me summarize your final lesson, Sam. There is a hierarchy to the universe. People like you will always be down there. People like me will always be up here. And the only escape you have is death. Goodbye, Sam. Nobody will remember you. Looks like Ackerman ordered the lobster, and I'm gonna have to pick up the tab. Oh nein. So, wie ist hier die Vorgehensweise? Einfach den Tentakeln ausweichen. What a craft-evading location for a big battle. Ach, der spuckt doch die Kleinen aus. Oh, wie mies ist das denn? Stop being so shellfish and die already. Crab cake. A really big crab cake. Or a lot of small ones. Not sure yet. A colossal carnivorous crab. Oh, nicht schon wieder. It's a crustacean obliteration. Ah, kommt her. I'll have a crabuccino to go, please. Crabuccino? What? Run out of crab puns. Guess I'll have to widen my vocabulary. I bet you're big in Japan. Okay. So, erstmal drauf, was geht. Au. What a craft-evading location for a big battle. Stop being so shellfish and die already. Crab cake. Or a lot of small ones. Not sure yet. A colossal carnivorous crab is a crustacean alliteration. I'll have a crabuccino to go, please. Huh? I'm gonna run out of crab puns. Guess I'll have to wipe my vocabulary. I bet you're big in Japan. Mm.
Hä? Oh oh. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Das war schlecht. Die schießen sich dann selbst in den Raketen an. Okay, okay, konzentriert bleiben, konzentriert bleiben. Sturmgewehr Patronen, alles klar. Ich bin nur noch mit dem Kleinen hier beschäftigt, das ist halt nicht schlecht, nicht gut, noch, wollte ich sagen. Liegt hier immer noch ein bisschen Gesundheit rum. So. Automatischer Schrot. Okay, dann mal her. I'll turn you into a crab cake. A really big crab cake. Or a lot of small ones. Not sure yet. A colossal carnivorous crab is a crustacean alliteration. I'll have a crabaccino to go, please. I'm gonna run out of crab fries. Guess I'll have to widen my vocabulary. I bet you're big in Japan. Okay. Dann habe ich ganz schlechte Karten.
a crustacean is like a... Damn it, Rodriguez, you interrupted my one-liner. Sorry, boss. You want me to go back down and come back up again? No, the moment's passed. What are you doing down there anyhow? Been down here like half an hour. I think the others are that way. What happened to you? You know, same old crab. Hauptsache einen One-Liner rausgekickt. Oh, sorry, wenn ich jetzt nicht großartig was sagen konnte. Also ich war hier komplett konzentriert bei der Sache. Puh, aber wir haben ihn doch noch gepackt. Oh, wunderbar, super Leute. Oh. Aber es geht gleich weiter. So, was kommt jetzt? Römische Sitten.